Trotz hoher Corona-Inzidenzen ist der Glamour der Filmwelt zurück in Berlin. Feierlich wird am Potsdamer Platz zur Stunde die Berlinale eröffnet. Stars und prominente Gäste schreiten am Abend über den roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Kulturstaatsministerin Roth sprach von einem Zeichen der Hoffnung für die krisengebeutelte Kinobranche. Insgesamt 256 Filme aus 69 Ländern werden bis zum 20. Februar im Rahmen des Festivals gezeigt. Unter strengen Pandemieauflagen. Auf dem roten Teppich gibt es in diesem Jahr mehr Platz. Kaum Gedränge, dafür Abstand. Zur Berlinale-Eröffnung sind nur halb so viele Gäste geladen wie sonst, aber immerhin noch 800. Das ist schön, aber es ist auch, ich bin zwiegespalten irgendwie. In Berlin sind die Kinos geöffnet, es finden Konzerte statt, die Leute sitzen im Restaurant. Warum nicht unter diesen verschärften Sicherheitsbedingungen auch hier im Berlinale-Kino? So what? In den Berlinale-Kinos wird nur die Hälfte der Plätze besetzt. Es gilt Maskenpflicht und 2G+. 70% der Filme, die gezeigt werden, sind während der Pandemie entstanden. Trotzdem, bei der 72. Berlinale soll es nicht nur um Corona gehen. Wir glauben, dass das Publikum jetzt vielleicht auch mal andere Geschichten hören und sehen will. Und viele eingereichte Corona-Filme waren einfach nur ein Spiegel von dem, was wir schon kennen. Und für uns sollte Kino mehr sein als nur ein Spiegel. Dass die Berlinale angesichts der Corona-Lage überhaupt stattfindet, ist umstritten. Doch das Festival will ein Hoffnungszeichen für die Filmbranche setzen, verzichtet dafür auf fast alle Partys, verfolgt ein strenges Hygienekonzept. Man will einfach wieder mal soziale Energien und Normalität und all das. Besonders der französische Film ist in diesem Jahr stark vertreten, schon heute Abend bei der Eröffnung. Da läuft François Ozons Peter von Kant, eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder.